Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Bedeutung der Digitalisierung ist inzwischen vermutlich wirklich allen klar. Wir konnten es in Debattenbeiträgen in den letzten Tagen ja noch mal nachlesen und konnten sehen, dass sogar ehemalige Zweifler und Verhinderer inzwischen eigentlich Überzeugungstäter geworden sind. Und die Digitalisierung verändert alles. Sie verändert unsere Art zu arbeiten, zu leben, zu kommunizieren und das in einer rasenden Geschwindigkeit. Wo ich mich als gut 30-Jähriger ja noch an die Floppy-Disk erinnern kann, gibt es wahrscheinlich in der Generation der U20-Jährigen niemanden mehr, der sich an eine Zeit ohne ein Handy erinnern kann. Und die Generation der Digital Natives zeigt uns heute schon einen ganz neuen Umgang mit Daten. Grenzen spielen nur noch eine absolut untergeordnete Rolle. Und das Digitale ist fester Bestandteil fast aller Lebensbereiche geworden. In den vergangenen Jahren haben wir auch bereits spürbare, auch wenn das eben in Frage gestellt wurde, politische Fortschritte gemacht. Die Industrie 4.0, also das Herz unserer Wirtschaft, ist entsprechend weiterentwickelt worden. Wir haben endlich einen Rahmen für das autonome Fahren begonnen zu entwickeln. Für den Mittelstand wurden die Rahmenbedingungen deutlich verbessert. Für Start-ups wurden Quellen von Venture Capital erschlossen. Das Weißbuch Arbeit 4.0 hat den Weg gezeigt, wie sich die Arbeit im digitalen Zeitalter weiterentwickeln muss. Wir haben im Bereich der Störerhaftung Fortschritte gemacht und mit der Datenschutzgrundverordnung trotz mancher Kritik endlich auch dort für Sicherheit gesorgt. Die Digitalbranche ist der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und bei aller Oppositionsrolle, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, das dürfen auch Sie akzeptieren. Und man muss kein Prophet und auch kein Erkauder sein, um festzustellen, die Digitalisierung wird das bestimmende Thema für die kommenden Jahre bleiben. Der digitale Wandel, den müssen wir gestalten. Und zwar nicht passiv zusehen aus Angst vor einer zwangsläufigen Entwicklung, wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass endlich alle an diesem Fortschritt teilhaben können. Es geht beim Infrastrukturausbau darum, endlich und ausschließlich auf die Glasfaser als Technologie zu setzen. Wir brauchen endlich den digitalen EU-Binnenmarkt. 5G muss Standard werden. Und wir werden im Bereich der Bildung durch den de facto Wegfall des Kooperationsverbots endlich die massiven Investitionen, die im Bildungsbereich notwendig sind, anpacken. Denn da dürfen Sie gespannt sein. Wir werden ja noch die nächsten Jahre, gehe ich davon aus, zusammen erleben, wie wir nämlich endlich zusammen die Schulen aus der Kreidezeit, aus der sprichwörtlichen Kreidezeit gemeinsam herausführen. Und dafür braucht es eben massiver Investitionen. Und wir werden für die Start-ups nicht nur in der Gründerphase Kapital bereitstellen müssen, sondern eben auch in der wichtigen Phase danach. Und da geht es auch darum, über Fonds, wie wir sie aus den europäischen Ausländern kennen, dort neue Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen. Und ich finde es spannend, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass Sie sich ja über unser immerhin fertig gewordenes Sondierungspapier hier auslassen und beschweren, wo wir auf Ihren zwei Seiten vor allem Allgemeinplätze finden konnten. Und ich glaube, unter dem Titel Speicherung von Daten haben wir am Ende immer noch 5 dieser berühmt-berüchtigten eckigen Klammern gefunden. Es gab immerhin ein Kapitel, aber liebe Frau Kollegin Dr. Christmann, wir kennen den Unterschied zwischen Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen. Und wir haben zum Zeitpunkt jetzt Sondierungsgespräche geführt und werden in den Koalitionsverhandlungen, lassen Sie sich überraschen, da einiges noch auf den Weg bringen. Und noch eine Frage vielleicht auch, brauchen Sie jetzt auch gar nicht beantworten, aber weil Sie um Hessen eben so einen breiten Bogen gemacht haben in Ihrer Aufzählung, ich glaube irgendwie, dass im Bereich Breitbandausbau dort auch noch einiges im Argen liegt. Sie haben in Ihrem Papier, das will ich ja auch noch Ihnen zugutehalten, natürlich einige gute Ansätze, aber aus der bloßen Nennung einzelner Punkte entsteht noch nichts Konkretes und erst recht nichts Kohärentes. Aber ich bin gerne bereit, mit Ihnen hier im Ausschuss daran zu arbeiten, dass wir das hinbekommen. Herzlichen Dank. Zu seiner ersten Rede rufe ich nun auf den Kollegen Uwe Kammann von der AfD-Fraktion.